Let's face it, the government is weak. In the MTB podcast, things were said as they are. Sharia is stupid. Krishna consciousness is great. Tulsi Gabbard will tell it to the people. I will tell it to the people. Prabhupada is the best. Make Prabhupada great again. Da kommt alles drin vor, wo die Leute heute ausflippen. Es ist sozusagen, dass Mädchen und Jungs zusammen in die Schule gehen. Genau. Mehr ist es nicht. Ja. Das ist wichtig. Wir wachsen durch Beziehungen, wir wachsen durch eine Ehe. Gibt es da noch andere Möglichkeiten, wie wir eine Gesellschaft führen können? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des täglichen Bhagavatams. Wir treffen uns hier jeden Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag, um gemeinsam aus dem wichtigsten Buch in der Krishna-Bhakti-Tradition zu lesen. Ich halte es euch mal hier in die Kamera und ihr könnt es gerne auch mal kurz in die Kamera halten. 1, 2, 1, 2, mein Mikrofon war schon mal lauter. Ja, das ist das Srimad Bhagavatam. Neben der Bhagavad Gita, wie sie ist, könnt ihr, falls ihr es zur Hand habt, haltet es auch gerne mal in die Kamera, sind das unsere wichtigsten Bücher im Krishna-Bewusstsein. Und sie wurden alle übersetzt und erläutert von His Divine Grace, A.C., Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Dankeschön, Chichakti, der Gründer Acharya der Internationalen Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein. Und ich will heute mit euch zusammen und mit unserem lieben Dandatrik Prabhu den 38. Vers des 17. Kapitels im ersten Kanto mal besprechen. Ein Vers, der eine sehr intensive Erläuterung hat. Also da kommt alles drin vor, wo die Leute heute ausflippen. Also eine Red Flag nach der anderen. Aber wenn man es sich dann genauer anschaut, wie wir, dann sieht man plötzlich, hey, es ist eigentlich ganz vernünftig, was hier gesagt wird. Vielleicht noch nicht immer sofort umsetzbar für uns, weil wir einfach aus einer anderen Kultur und sehr beeinflusst sind vom Kali-Yuga sind. Aber ja, warum nicht Ziele haben im Leben, auch für eine Gesellschaft? Und ich blende euch jetzt mal das Ganze hier mal ein. Oma gyana timirandasya gyanangana shalakaya shakshur militam yama tasmai shri gurave namaha. Ich wurde in tiefster Unwissenheit geboren, aber mein spiritueller Meister öffnete mir meine blinden Augen mit der leuchtenden Fackel des Wissens. Ich erweise ihm meine achtungsvollen Ehrerbietungen. Rainamam namaskritya naram chaiva narottamam divim sarasvatim vyasam tato jayam mudirayat. Bevor man dieses Srimad Bhagavatam vorträgt, dass das wahre Mittel zum Sieg ist, sollte man Narayana, der höchsten Persönlichkeit Gottes, Naranarayana Rishi, dem allerhöchsten menschlichen Wesen, Mutter Saraswati, der Göttin der Gelehrsamkeit, und Srila Vyasadeva, dem Verfasser, seine achtungsvollen Ehrerbietungen darbringen. Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Wenn man regelmäßig aus dem Bhagavatam hört und dem reinen Geweihten dient, wird alles, was für das Herz leidvoll ist, fast gänzlich vernichtet. Und liebevoller Dienst für den glorreichen Herrn, der mit transzendentalen Liedern gepriesen wird, wird zu einer unwiderruflichen Tatsache. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda,
Siadvaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavinda, all Und together now. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, 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 Hare Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama, 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 Hare Hare Hare. Hare. Vielen Dank. Und ich lese das jetzt hier nochmal auf Deutsch vor. Suta Goswami sprach: Als Maharaja Parikshit so von der Persönlichkeit des Kali gebeten wurde, gab er ihm die Erlaubnis, an Orten zu wohnen, die für Glücksspiel, Trinken, Prostitution und das Schlachten von Tieren bestimmt war. Da haben wir uns also bereits hier schon durch die intensive Erläuterung einmal schon durchgekämpft, kann man sagen, weil es wirklich hier ins Eingemachte geht. Und wir sind jetzt bei Vorschlägen, die Srila Prabhupada gemacht hat, Vorschläge, wie man die Gesellschaft wieder umkrempeln kann in kurzer Zeit. Also wenn bestimmte Staatsführer, wir haben jetzt schon einige gesehen, die wirklich auch in der Lage sind, eine Gesellschaft in kurzer Zeit umzukrempeln. Vielleicht fühlen die sich ja hier inspiriert. Ja, und da sind wir jetzt beim zweiten Punkt. Den ersten hatten wir schon letztes Mal besprochen. Ja, lass uns das einmal so mal durchgehen bis zum Schluss und dann gehen wir noch mal Stück für Stück die Sätze durch. Bitte schön. Es muss Pflicht sein, dass Jungen im Alter von 24 Jahren und Mädchen im Alter von 16 Jahren verheiratet werden. Koedukation an den Schulen und Universitäten ist nicht nachteilig, vorausgesetzt, dass die Jungen und Mädchen vorschriftsmäßig verheiratet sind. Im Falle einer engen Verbindung zwischen einem weiblichen und einem männlichen Studenten sollten sie verheiratet werden, ehe eine unzulässige Beziehung entsteht. Scheidung fördert Prostitution und sollte deshalb abgeschafft werden. Die Bürger des Staates müssen bis zu 50% ihres Einkommens an Spenden geben, um sowohl individuell als auch kollektiv eine spirituelle Atmosphäre im Staat und in der menschlichen Gesellschaft zu schaffen. Sie sollten die Grundsätze des Bhagavatam predigen und durch A. Karma Yoga, das heißt, indem sie alles für die Zufriedenstellung des Herrn tun, B. regelmäßiges Hören aus dem Srimad-Bhagavatam von autorisierten Personen oder selbstverwirklichten Seelen. C. Lobpreisen der Herrlichkeit des Herrn gemeinsam zu Hause oder an Orten der Verehrung. D. Alle Arten von Diensten für die Bhagavats, die mit dem Predigen der Srimad-Bhagavatam beschäftigt sind. Und E. Indem sie an Orten wohnen, der mit Gottesbewusstsein durchtränkt ist. Olga? Wenn der Staat durch die oben genannten Prinzipien gelenkt wird, wird naturgemäß überall Gottesbewusstsein herrschen. Glücksspiel jeder Art, selbst spekulative Geschäfte gelten als entwürdigend. Und wenn der Staat zum Glücksspiel ermutigt, geht die Wahrhaftigkeit völlig verloren. Es sollte ab sofort verboten werden, dass Jungen und Mädchen länger als bis zum oben genannten Alter unverheiratet bleiben und dass Genehmigungen für Schlachthöfe aller Art erteilt werden. Die Fleischesser mögen Fleisch zu sich nehmen, wie es in den Schriften vorgeschrieben ist, und nicht auf andere Weise. Berauschung aller Art, selbst das Rauchen von Zigaretten, das Kauen von Tabak und das Trinken von Tee, muss ebenfalls verboten werden. Okay. Also es mangelt hier nicht an explosivem Zündstoff. Ich glaube hier, wenn man das jetzt so auf dem Marktplatz laut vorliest mit einem Megafon, stelle ich mir gerade vor, das wird für Tumult sorgen. Ja, Dhananjay Prabhu, wir können ja hier noch mal die Sätze Stück für Stück durchgehen. Und ich glaube, hier im wahrsten Sinne des Wortes würde sich dieses Gerät hier ständig gute
gut eignen. Also Ja. dieses Gerät ist ja, glaube ich, dafür da ursprünglich. War das nicht hier, wie heißt diese Sendung? Deutschland sucht den Superstar oder sowas. Wo Hört ihr die. das? Ja. Gut. Also, ich glaube, da gibt es so Sendungen, da kommt dann immer irgend so ein Typ oder ein Mädchen oder ein Junge oder manchmal sind es auch ältere Leute auf die Bühne und performen was und dann gibt es so eine Jury. Und wenn das richtig, richtig schräg war, dann drücken alle hier auf diesen Knopf. Und wenn es richtig gut ist mal, dann haben sie so einen goldenen Buzzer. Also wir brauchen noch den goldenen Buzzer. Wir wissen immer noch nicht, wer mir diesen Buzzer hier gesponsert hat. Nochmal vielen lieben Dank. Falls jemand Langeweile hat und irgendwie ziellos auf Amazon rumscrollt, den goldenen brauchen wir noch. Ja, also hier ist der tatsächlich angebracht, weil hier kommt eine Red Flag nach der anderen für die moderne westliche Gesellschaft. Batterie wird heute leer. Genau. Also eigentlich, wir können eigentlich die ganze Zeit so gedrückt sein, so okay. Ja, Aber also, Spaß ich beiseite. bin Ja. schon mal geschockt vom letzten Part, was Fleischessen laut den gesetzlichen Vorschriften ist. Da kommen wir gleich hin, Oh Chichaki. Lass weh, uns okay. mal eins nach dem anderen. Ja. Also, wer hat hier noch den zweiten Absatz eben gelesen? Wollen? Icke. Okay, let's go, Marisha Sodevi. Es muss Pflicht sein, dass Jungen im Alter von 24 Jahren und Mädchen im Alter von 16 Jahren verheiratet werden. Koedukation an den Schulen und Universitäten ist nicht nachteilig, vorausgesetzt, dass die Jungen und Mädchen vorschriftsmäßig verheiratet sind. Ja, also Dandertrick, da würde mich auch deine Meinung gleich mal zu interessieren. Wir haben schon in der letzten Sendung da ein bisschen drüber gesprochen. Für alle, die nicht wissen, was ist denn Koedukation? Also ich habe das kleine Latinum gehabt, aber fast immer Quatsch gemacht in der Schule. Aber das kann ich mir hier noch zusammenreihen. Education, wir kennen das aus dem Englischen, das ist Bildung oder Erziehung. Und Co heißt so viel wie nebeneinander geführte. Es ist sozusagen, dass Mädchen und Jungs zusammen in die Schule gehen. Mehr ist es Genau. nicht. Ja, also es klingt hier ein bisschen hochgestochen. Aber lass uns noch mal kurz zu dem ersten Punkt gehen. Also die Mädchen sollen mit den Jungs so verheiratet werden, dass die Mädchen noch 16 sind am besten und die Jungs am besten 24. Also das ist, denke ich, hier mal so eine Richtlinie. Wenn das jetzt nicht auf den Tag genau hinhaut, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das denn nicht geht, dass wenn das Mädchen 18 ist und der Junge ist vielleicht 22. Aber ja, das wird hier so von Schiller Braupart vorgeschlagen. Ja, Ich möchte das, noch einen ja, draufsetzen. gerne. Du sagtest gerade, das sind Empfehlungen. Es sind ja noch nicht mal, es sind keine Empfehlungen, es ist Gesetz. So muss es sein. Okay. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, wie du sagst, wenn wir uns da, also um es anders zu formulieren, wichtig ist immer der Kontext, ne? Der gesamte Kontext. Wenn wir hier lesen, den ersten Satz, es muss Pflicht sein, dass Jungen im Alter von 24 Jahren und Mädchen im Alter von 16 Jahren verheiratet werden, dann ist dahinter ein Kontext. Wenn du zum Beispiel so, ja, noch so traditionelle indische Familien heutzutage hast, da ist es tatsächlich so, dass die Eltern immer, also es klingt absurd und ich sehe hier imaginäre Buzzer wie wild buzzen, aber es ist tatsächlich so, dass die Eltern für die Kinder die Partner aussuchen. Das heißt, dieses Vertrauensverhältnis ist ja bei uns gar nicht da. Also wenn wir das, können Sie das vorstellen, unsere Eltern suchen für uns unsere Partner aus, den einen Partner fürs ganze Leben.
ist unheard of. Ne? Und wichtig ist auch hier zu sehen, dass, ne, dass das erstmal das Ziel ist und auch gleichzeitig erwähnt wird, was passieren würde, wenn es nicht so getan würde. Und dieses Verständnis muss auch erstmal da sein. Was ist überhaupt? Weil in unserer Zeit ist ja ganz normal, ne? Dass junge Mädchen sich miteinander vermischen. Und da setzt Prabhupada an. Er sagt, Koedukation, dass sie gemeinsam unterrichtet werden. Das ist okay. Das ist auch völlig legitim, ne? Nur es geht um alles, was aus unzulässiger Gemeinschaft entstehen könnte, was zu größeren Problemen findet, zu größeren Problemen führt, als wenn man vorher in geordneten Verhältnissen eine angemessene Arrangierung findet. Und dann nochmal zurück zu den Eltern. Die Idee ist tatsächlich, dass man nicht einfach sagt, der könnte zu dem passen und der könnte zu der passen, sondern dass man tatsächlich Astrologie auch als Grundlage nimmt. Und das ist wieder der nächste Punkt. Astrologie ist als Grundsatz in unserer Education, in unserer Kultur nicht akzeptiert. Ne? Es gibt natürlich so esoterisch, ne? Ist das in so bestimmten Kreisen, ist das ein Thema. Bei Devotees ist es sowieso ein Thema. Aber so, das sind auch so Dinge, wo die Gesellschaft gar keine Kultur hat, unsere westliche Gesellschaft, unsere Kali-Yuga-Gesellschaft, gar keine Kultur hat. Und die Idee, wenn wir sagen, dass männliche und weibliche Studenten, dass sie verheiratet werden sollen, ne, es ist hier eher eine unzulässige Beziehung entsteht. Ne? Wenn die Beziehung entsteht, dass sie ein Kind bekommt aus einer unzulässigen Beziehung, ne, was wird der Junge machen? Ne? The Junge is leaving the chat. Ne? He's leaving the chat. Was heißt das? Der denkt sich, oh my goodness, ne, ich bin vielleicht 22 oder maximal 24, ne, und jetzt muss ich, ne, natürlich wird er auch vom Staat heutzutage dann noch in die Pflicht genommen, Unterhalt zu zahlen, aber die Probleme beginnen ja da, ne, dass dann der Junge vielleicht noch gar nicht so weit ist, überhaupt noch keinen Fuß gefasst hat, richtig. Und die Idee, dass man im Leben, ne, beruflich eine Familie vielleicht noch nicht ernähren kann. Und die Idee ist, wenn eine Arrangierung getroffen wurde, in der ein junger Mann und eine junge Frau verheiratet sind, dass sie auch natürlich die Unterstützung bekommen von den Eltern, um für ihre Grundlage ihres Lebens und von darauf dann sich etablieren können. Was immer daraus passiert, ne? Das ist der eine Punkt. Scheidung fördert Prostitution. Ja, und hier sind wir wieder, das ist natürlich auch wieder, ne, der Buzzer bast bis zum Gehen nicht mehr. Dass man auch die Jugend heutzutage, dass man im Grunde genommen, ne, dieser Aspekt der Heirat ist ja ein Mega-Commitment. Und wenn ich mir die Jugend heutzutage so angucke, sind die alles andere als dafür bereit, das zu machen. Verheiratet, weil jeder verheiratet ist mit sich selbst, ne, mit dem Smartphone. So, diese Dinge sollten auch an Schulen gelehrt werden, ne, die Verantwortung, ne. Das ist also, worauf ich hinaus will, es ist immer das gesamte Bild. Wir können in unserer Gesellschaft nicht einführen, ne, heiratet jetzt, ne, von 16 bis 24, ne, macht euch da schon mal klar, ne, sondern das ist, das kannst du nicht einfach so die Pistole an die Brust drücken, den Menschen, der Gesellschaft, sondern du musst den gesamten Kontext sehen, warum das so wichtig ist. Das heißt, ne, diejenigen, die jetzt dieses Buch quasi einmal so, ich habe das mal damals gehabt, bevor ich Devotee geworden bin und auch dann in Tempel gegangen sind, war das in meinem Freundeskreis katastrophal. Und eine Freundin von mir, die hat da mal die Bhagavad Gita einfach aufgeschlagen, ne? Und ganz klar, was hat sie dann gelesen? Frauen sind weniger intelligent, ne? Klar. Ne? Und dann war das, ne? Das ist genauso mit war sie nicht so amused. Und das ist genauso mit diesem Text. Also, und was jetzt noch kommt, es ist wichtig, dass wir das tatsächlich im Kontext auch verstehen. Und da könnten wir jetzt weitergehen, ne, dass die Lehrer an den Schulen auch tatsächlich nicht Lefties sind, sondern dass sie tatsächlich, also wir sind ja hier so ein bisschen von unserer
politischen Gesinnung stehen wir so ein bisschen auf dem linken Bein, ne? Dem linksliberalen Bein. Und da ist es halt auch wichtig, dass die Lehrer an den Schulen auch tatsächlich brahminische Ausbildung haben. Wieder ein wichtiges Thema. Und dass die dann dementsprechend diese Dinge auch im richtigen Kontext lehren. Okay. Also nur mal, ich habe hier den Chat im Auge, nur für alle, dass ihr da beruhigt seid. Und die Orangen-Story behalten wir uns bis, das ist das i-Tüpfelchen am Ende. Ihr könnt mich Aber auch noch mal dran darf ich den erinnern. Buzzer noch mal drücken, weil ich kann Ja? immer so schlecht schreiben. Drück mal. Ja, und zwar mit der Verheiratung. Das sieht ja auch folgendermaßen aus. Egal, ob die mit 12 oder mit 14 Jahren verheiratet werden, obwohl Kinderheirat ist nicht unbedingt gut. Aber normal ist es vorgesehen, dass die Eltern unterrichten sie die Mutter, was im Haushalt und was weiß ich los ist. Dann kommen sie in den Haushalt, aber bereits der Schwiegermutter. Da werden die Mädels dann nochmal unterrichtet, 2, 3 Jahre, und die schlafen auch getrennt. Also die kommen nicht gleich zusammen normalerweise. Und die werden dann einfach nochmal unterrichtet, wie das alles läuft, da in dem Haushalt und so weiter. Und irgendwann, wenn sie reif genug sind, dann dürfen die auch mal zusammenkommen. Genau. Genau, also so muss man sich das in der traditionellen Genau. Ehe vorstellen. Eventuell war das sogar auch hier in Deutschland so ähnlich, vielleicht so vor ein, zwei, 300 Jahren. Ja. Also ich kann mich erinnern, dass meine Eltern, ich meine, meine Eltern sind, man kann sagen, so 68er, würde man das wohl nennen. Sie kommen aus dieser Zeit, wo diese Ideen ganz groß zelebriert wurden. Aber ich kann mich noch erinnern, ich war vielleicht 7 oder 8 Jahre alt. Da bin ich mit meinem Vater auf einen Spielplatz gegangen, ein sehr beliebter großer Spielplatz in Hamburg. Und da fing ich dann an, mit einem Mädchen zu spielen. So random, sagt man heute, zufällig. Wir haben uns dann innerhalb von wenigen Minuten haben wir gemerkt, hey, wir spielen jetzt hier zusammen. Das war irgendwie so eine Sandkistensache mit Wasser. Da konnte man dann so einen Kanal bauen. Und mein Vater, das merkte ich denn, der fand dieses Mädchen richtig gut. Und ich spürte so, ja, die passen zusammen. Die passen zusammen. Und ich merkte so, der wollte uns richtig so, und ich heute rückblickend sage ich, das ist wahrscheinlich sogar ein Instinkt. Selbst wenn du ein 68er bist, ich weiß jetzt nicht, ob er, wie sehr er jetzt sich da bestätigt fühlen würde, aber er hatte mit Sicherheit auch einen 68er Einschlag. Aber selbst wenn du aus dieser Generation kommst, da war dieser Instinkt, ja, die passen zusammen. Und am besten, ich spreche jetzt mal mit den Eltern oder so. Also ich konnte das richtig, diese Energie konnte ich richtig wahrnehmen. Und auch später konnte ich auch hin und wieder mal so eine Energie von meinen Eltern und von anderen Eltern wahrnehmen. Also ich würde mal sagen, es ist eigentlich ein natürlicher Instinkt, dass Eltern schon ganz früh gucken, hey, welches Mädchen könnte zu meinem Sohn gut passen oder umgekehrt, welcher Junge könnte zu meiner Tochter gut passen. Und dann gibt es da auch Freundschaften zwischen den Eltern, das habe ich dann auch gemerkt, auf der Grundlage, dass die Kinder ja gut zueinander passen könnten, entstehen dann Freundschaften unter den Eltern. Und wenn wir nicht in dieser verrückten Zeit leben würden, dann, Dandridge Prabhu, ich denke, da würdest du mir zustimmen, dann würde sich das auch tatsächlich in so eine Richtung ganz natürlich entwickeln. Und tatsächlich wäre dann auch für die Kinder, ist ja auch so, die Kinder spätestens, wenn die Pubertät kommt, die fixieren sich auf das andere Geschlecht. Und wenn dann die Eltern schon auf geschickte Weise diesen Drang, dieses Interesse auf das andere Geschlecht, wenn sie das geschickt kanalisieren, dann
ist für den Jungen plötzlich klar, ja, das ist dann wohl meine Frau für später auch. Die finde ich gut. Und umgekehrt auch. Und dann, wie Chichakti dann schon sagte, ist es nicht so, dass die mit 12 Jahren im wahrsten Sinne des Wortes dann so verheiratet werden. Jetzt würden überall die roten Flaggen gehisst werden. Nein, ja, nein und ja, sie werden verheiratet, eventuell sogar, aber es dauert noch Jahre, bis die dann tatsächlich zusammenleben und dann Kinder bekommen. Man wartet dann erst, wie Dandatrick gesagt hat, dass der Junge auch wirtschaftlich auf eigenen Beinen stehen kann, dass das Mädchen ja dieser Verantwortung gewachsen ist, auch Kinder zu bekommen und solche Dinge. Also so sah das in Indien speziell insbesondere aus, sagen wir noch mal so vor 100 Jahren war das so gang und gäbe. Ja, das nur mal so, um das zu verstehen. Genau. Ja, Dandajik, was sagst du dazu? Ich sehe hier auch die Hand von Krishna Chandra, die nehmen wir dann danach mal dran. Es gibt ja auch dieses Verheiraten, man nennt das dynastische Heirat. Habe ich heute mal, nicht, dass ihr denkt, ich wäre gebildet. Ich habe es heute Morgen vor der Lecture, habe ich noch kurz auf ChatGPT mal geguckt. Man nennt das dynastische Heirat als taktischer Ansatz, um Frieden zu finden, ne? Tatsächlich auch zwischen Ländern, wo man dann sagt, okay, wir sind eigentlich verfeindet. Es hat gut geklappt, habe ich hier gelesen. Und zwar zwischen Spanien und Frankreich, zwischen England und Schottland. Ne? Die waren wohl lange Zeit sehr, sehr miteinander verfeindet. Und da hat Marguerite Tudor, die Schwester von König Heinrich dem VIII. Von England, heiratete Jakob den IV. Von Schottland. Ergebnis dieser Heirat führte letztlich zur Vereinigung der beiden Königreiche, da ihr Enkel Jakob der VI. Von Schottland nach dem Tod Elisabeths der I. auch König von England wurde. Union der Kronen. Hat seitdem ja funktioniert, tatsächlich. Manchmal funktioniert es nicht, weil die dann wieder irgendwas haben und sich trotzdem dann halt wieder mit irgendetwas anderem dann wieder in der Wolle haben. Aber ich wollte ganz kurz noch was auflösen zu Ananditas Verwirrung, die ich hervorgerufen habe durch meinen Ausdruck Mega-Commitment. Mega, entschuldige vielmals, Mega gleich groß und Commitment ist Versprechen, das große Versprechen der Eheschließung. Für das es, wie Param es gerade erklärt hat, für das es einige Voraussetzungen geben muss, natürlich die Reife des jungen Mannes, der jungen Frau und auch die Unterstützung der Eltern als ja, Antrieb, um dann sich selber zu etablieren. Und das geht natürlich nicht von heute auf morgen, aber es ist eben ein großes Versprechen. Und Prabhupada sagt ja auch hier, eine Scheidung darf es nicht geben. Klingt für uns auch sehr, sehr absurd, aber ta tatsächlich, ich bin gar nicht sicher, in Irland gab es, glaube ich, bis vor 10 Jahren gab es auch keine Scheidung. Ich bin noch nicht mal sicher, ob die das mittlerweile eingeführt haben da, aber in Irland waren die da auch sehr, da gab es das einfach nicht, ne? Das heißt, Mann und Frau mussten sich irgendwie durchkämpfen und durchbeißen, damit diese wichtige soziale Bande, ne, auch für die Entwicklung der Kinder, damit die in keinster Weise, in keinem Fall in irgendeiner Weise zerbrochen wird. Ne, das, was über Jahre etabliert wurde. Ja. Krishna Chandra, deine Hand sehe ich hier. Jawohl, das ist richtig. Meine Ehrerbietung an euch, Jai Prabhupada. Darüber. Ja, warum ich mich gemeldet habe. Es soll Gesetz sein, dass man dies und das, also das ist halt schon, da fragt man sich, was ist dann die Konsequenz, wenn sich nicht daran gehalten wird? Ja, wird es mit 2 Wochen Arrest belegt oder keine Ahnung, geht es da noch weiter oder ja, ist es eine Ordnungswidrigkeit, ist es eine Straftat, würden wir jetzt in Deutschland sagen, ja, also man kommt sich da halt vor wie will ich sagen, eine Tradition, die uns fremd ist, die soll uns da jetzt wieder aufgedrückt werden. Wo bleibt dann da diese demütige Toleranz? Trinada Pisa Nichana, Taroiva Saisuna, Amanda Tanya Sadahari.
lass sie doch tun. Wenn sie dem Vorgang nicht folgen wollen, dann haben sie es eben nicht getan. Das ist dann so meine Frage diesbezüglich. Also einfach wirklich eine Frage diesbezüglich, ja? Weil es ist ja jedem selbst überlassen, ob er dem Vorgang sollte eigentlich jedem selbst überlassen sein, dem Vorgang zu folgen oder nicht. Wir sollen ja nur die Mission vorantreiben und nicht die Gesetzgebung vorantreiben. Also mir wird es da manchmal ein bisschen komisch, wenn ich dann da höre, ja, und dann lebt das Mädchen nur diese Jahre bei den Leuten und dann gewöhnt es sich daran. Das ist die Theorie. Was ist die Praxis? Die Theorie ist immer anders als die Praxis. Wird es so gelebt oder wird es so theoretisch hier in einem Hirngespinst vorangetrieben und dann sieht die Praxis wieder ganz anders aus, weil die Praxis sieht dementsprechend anders aus. Da sind im traditionellen Indien dann so Sachen wie Frauenverbrennungen rausgekommen sind und solche Dinge, die wir eigentlich gar nicht hier erwähnen müssen, da sie eigentlich jedem hochkommen, wenn er sowas hört. Ja, das nur mal so als Aspekte, ne? Dass wir da in einem Wolkenkuckucksei hier rumschweben und da denken, das ist alles so schön hier. Ich frage mich, wer von uns würde denn da seine Kinder hergeben dafür? Mal dann der Trick gefragt, sind deine Kinder verheiratet gewesen mit 24 oder die Tochter mit 16? Die sind alle schon verheiratet und wir haben da internationale Abkommen schon geregelt, die ich aber jetzt noch nicht veröffentlichen kann. Verstehen wir uns richtig, ja? Also, das ist der springende Punkt, ja? Also, Ja. entweder das ist uns einfach zu fremd, ist meine Meinung, ja? Oder es ist einfach in der Art und Weise, wie wir predigen, das nicht unbedingt der Vers, den wir nach draußen bringen sollten. Deswegen wird auch Anfängern im Krishna-Bewusstsein, wir sind ja hier tief drin. Wir sind hier tief im Bhagavatam, ne? Das ist hier tatsächlich fortgeschrittene Literatur, ne? Deswegen empfehlen wir auch allen Anfängern, Interessenten, erst einmal so die allgemeinen Bücher zu lesen, dann die Bhagavad Gita zu lesen. Und dann hier in diese, tatsächlich in diese Komplexität einzugehen. Und hier nochmal, wichtig wäre hier tatsächlich, das im gesamten Kontext zu verstehen. Natürlich können wir diese Dinge nicht von heute auf morgen einführen oder etablieren, weil wir in einer völlig anderen Dann habe ich Gesellschaft sind, ne? Die einfach diese Dinge, die da steht Gesellschaft aber muss ja erstmal die Grundlagen akzeptieren, die da muss ja steht erstmal aber ein müssen Konzept haben von Gott. Das ist ja erstmal aber das. da steht doch Ne? der Satz, es muss verboten werden und nicht, wenn die Leute es verstanden haben. Da steht nichts von Freiwilligkeit und Trinadabhi, das, was ich sage. Das, was ich sage, steht im Widerspruch zu dem, was du jetzt sagst. Ja, Ja. tatsächlich ist es so. In dem Moment, in dem Moment, in dem Moment, wo eine gottesbewusste Regierung die auch für Schutz gedacht ist, in dem Moment, wo ein gottesbewusster König oder eine Regierung, wie immer, etabliert wird, ist es tatsächlich alternativlos, lieber Krishna Chandra. Das ist das Gesetz. Think Krishna consciousness will skyrocket a SpaceX. Well, I support the idea of people uniting with strong laws. I wish I was the kind of leader Prabhupada is. Zum gegebenen Zeitpunkt. Und jetzt kann man Ja. natürlich sagen, jeder hat seinen freien Willen. Klar hat jeder seinen freien Willen, ne? Die Entscheidung, es nicht zu tun oder nicht zu tun, besteht nach wie vor. Aber ungeachtet dieser Tatsache, in dem Moment, wo es, lass mich ganz kurz ausreden, bitte, in dem Moment, wo es etabliert wird, ist es alternativlos. Das ist das Gesetz Gottes. Ja, es ist jetzt nicht, es steht ja nicht Da da, bist du. dass es ist Prabhupads Erläuterung, wohl bemerkt, ja. Da müssen wir schon noch unterscheiden, ja. Vielleicht kann ich Im da. Grunde nicht. Nimm es mir nicht übel, wenn ich es so formuliere, aber im Grunde nicht. Prabhupads Erläuterung sind die Worte Gottes. Und vor diesem Hintergrund, ich kann es nur noch mal sagen, ich weiß, das ist ein bisschen harter Tobak hier. Wir haben ja extra hier die Wasser geholt. Aber diese Gesetze
für die Etablierung einer funktionierenden Gesellschaft sind tatsächlich, ich sage es nur ungern und will dir da auch nicht vom Kopf treten, aber die sind tatsächlich alternativlos. Prabhupads Worte sind die Worte Krishnas. Ne? Wir haben es so oft gehört, dass das seine persönlichen Ekstasen sind. Ne? Also das ist wichtig zu verstehen. Tatsächlich, wenn das jemals etabliert wird, dann ist es alternativlos. Das ist ein Fakt. Mhm. Da könnten wir praktisch uns auf die gleiche Stufe stellen wie der ein oder andere, der für einen islamischen Staat in Deutschland demonstriert. Also das wäre so die Parallele dazu. Sehe ich das richtig? Also ich weiß jetzt nicht, wo du das her hast. Ich sehe noch ein bisschen so, ich habe jetzt keinen 1:1 Vergleich von den Leistungen und dem Anspruch des islamischen Staates und von den Zeilen, die hier sind. Ich weiß nicht, inwieweit sich das jetzt deckt. Müssten wir da mal so parallel, was der Leistungsanspruch einer Scharia ist und von dem, was Prabhupada hier in diesen paar Zeilen schreibt. Da müssten wir mal direkt vergleichen halt. Ne? und dann mal sehen, was da die Essenz ist. Ne? Also ich denke nicht, dass wir im Krishna-Bewusstsein so weit gehen würden, Gurken aus dem Gemüsegeschäft zu verbannen, weil das in irgendeiner Weise ein Dildo dasteht, lieber Krishna Chandra. Also insofern, siehst mir nach, das ist schon ein wenig aus den Haaren gegriffen, der Vergleich, den ich da gerade anbringe. Darf ich da mal reingrätschen, bitte eben? Ja, bitte. Weil Leute Alkohol trinken. Und zwar, ich habe das beim letzten Mal schon gesagt, ich war 16 und der Partner war ausgerechnet auf 24, tatsächlich. Ich habe es probiert mit 16 und ich wurde mit 16 auch gleich schwanger. Der Mann hat tatsächlich auch um die Hand bei meinen Eltern angehalten. Mein Vater war sauer bis zum geht nicht mehr und hat ihn erstmal aus dem Haus verbannt und dergleichen. So bin ich dann auch alleinerziehende Mutter geworden. Und so entstehen oftmals auch die ungewollten, in Anführungsstrichen, Kinder, die abgetrieben werden, was ja nicht gerade unbedingt die Methode sein sollte. Denn die Mütter, die dann allein dastehen und sich alleine durchboxen müssen, Kinder irgendwie in die Kitas geben müssen, arbeiten gehen müssen, um Kind und alle zu ernähren, die es nicht leicht haben und... Ja, und dem sollte abgeholfen werden. Das war eigentlich nur der Hintergrund. Hatte Srila Prabhupada in einem seiner Nebenbücher auch mal erklärt. Deswegen hat er auch die Teilung schon im Tempel gemacht, weil es nie gut gehen kann, wenn Männlein und Weiblein irgendwo mixt sind, also miteinander vermischt sind. Das war sein ursprünglicher Gedanke dabei, dass sowas nicht dabei rauskommt. Absolut. Ich habe da, wo ich meinen Zivildienst gemacht habe vor vielen Jahren, da gab es eine Polizeischule. Da gab es eine Trennung vom weiblichen Bereich, weibliche Kaserne und männliche Kaserne. Und die Summe von Skandalen, die daraus entstanden sind, kannst du dir, ne, du hast es jetzt gerade aus eigener Erfahrung geschildert, die kannst du dir kannst du nicht an zwei Händen abzählen. Ne? Nein. Hey, sehe hier noch die Hand von Marisha Sudevi. Ja, Hadebol. Ja, ich muss auch unterstreichen, was du sagst, Dandatrik, das kommt wirklich auf den Kontext an und ich muss jetzt auch nochmal mit den Geflüchteten, mit denen ich arbeite, da ist es auch ganz klar, die Ehen sind auch arrangiert, die wissen genau, wen die heiraten, das wissen die schon mit frühen Jahren und es gibt denen auch so eine Sicherheit, auch wenn die jetzt zum Beispiel teilweise ja noch getrennt sind, der eine ist jetzt in Deutschland, die versprochene Ehefrau lebt noch in Syrien oder wo auch immer und das macht auch, für die macht es auch eine große Entlastung aus. Und wie die das jetzt aber genau praktizieren, wann die dann heiraten, das weiß ich jetzt nicht so, ne? Aber erstmal merke ich, dass es für diese jungen Männer hier in Deutschland einen richtigen Stress bedeutet, eine Frau zu finden. Ja, also das ist richtig, natürlich haben die auch noch den Anspruch, ich muss jetzt auch eine haben. Ne? Also weil das ja sich auch in deren Kultur so verankert ist, dass man jetzt nicht als Single hier vielleicht noch durch die Gegend wandert eine Weile. Und das war der eine Punkt, wo ich sagen muss, muss nichts Schlechtes sein, aber wir brauchen halt, wenn man das, dann muss die Kultur und diese ganze gesellschaftliche, also das muss halt stimmen, das kann man nicht hier einfach so aufpfropfen. Ja, ein anderer Punkt, den ich noch ansprechen wollte, ist diese
Also dieses mit dem Scheiden, sich scheiden lassen. Also es ist ja heutzutage so einfach, deswegen legen sich ja die Leute teilweise gar nicht mehr fest. Ich hatte mal einen Arbeitskollegen, der hat mit seiner Freundin zusammen gewohnt, die haben eine WG gegründet und sind dann ein Paar geworden, aber er hat mir gar nicht gesagt, nee, es ist meine Mitbewohnerin, habe ich immer gesagt. Ach so, ich sage, ich schlafe aber im selben Bett und so weiter und so fort. Naja, ich sage, ist es jetzt deine Freundin oder nicht? Ne? Also dieses sich festlegen, ne? Und was du, Paramschreier, letztes Mal auch sagtest, es wird immer geguckt, ob ich nicht doch noch was Besseres finde. Das finde ich halt auch schwierig in der heutigen Zeit. Und dieses Scheidung ist nicht mehr was man tut, wenn es gar nicht mehr geht und wenn man alles andere versucht hat. Und das finde ich halt schade. Ich finde, man muss auch durch dick und dünn zusammengehen. Und wenn man dann alle, es gibt ja 3000 Möglichkeiten, wie man auch eine Beziehung wieder ins Reine bekommt, wenn das mal hakt oder nicht gleich auseinanderlaufen. Das ist wichtig. Wir wachsen. Wir wachsen durch Beziehungen. Wir wachsen durch eine Ehe. Ja. Und das macht uns als Person auch wie gesagt, größer und vollständiger. Und da einfach immer gleich wegzulaufen, das ist keine Lösung. Ja, Wenn und es dieses wirklich, wenn ganz kurz mal, wenn es wirklich nicht mehr geht, dann muss man schon die Möglichkeit haben, es gibt ja auch häusliche Gewalt und so weiter, ne? Also sowas, da genau. muss man natürlich die Möglichkeit haben, rauszukommen. Genau. Und nochmal ganz, ganz kurz, da steht nämlich hier auch in der Erläuterung drin, im Falle einer engen Verbindung zwischen einem männlichen und weiblichen Studenten. Das heißt, da sind die ja eigentlich schon alt, da sollten die verheiratet werden. Da wollte ich nur noch mal kurz darauf hinweisen. Aber dann, Patrick, du wolltest noch was zu sagen, Im ne? Grunde wollte ich das unterschreiben, was du gerade sehr schön gesagt hast, weil wir in so einer Gesellschaft der Unwissenheit sind, wo es, du hast gerade gesagt, wo es häusliche Gewalt gibt, wo es diese völlig Kali-Yuga-mäßigen Dinge gibt, dann sieht es zumindest so aus, dass die Form einer Scheidung auch einen gewissen Schutz im Extrem darstellt. Ne? Aber Gott sei Dank ist das natürlich eine Ausnahme. Aber durch dieses Prinzip, dass diese Dinge oder eben auch eine Scheidung so etabliert sind, und da bin ich auch noch mal bei dir, wird es halt leicht gemacht, eher diesen Weg zu gehen, anstatt wirklich sich miteinander zu beschäftigen, ne? Und für sich dann da Lösung zu finden. Und das wirklich als Priorität zu setzen für die Kinder, fürs eigene Leben, für die persönliche Weiterentwicklung. Rasa Manjari, du weist uns hier irgendwie auf etwas hin. Der Satz vor Punkt 1, kannst du das nochmal uns Ja, erklären? ich wollte das nochmal den Punkt machen, dass es hier nicht steht, dass das jetzt das Gesetz ist ab sofort für die ganze Welt, sondern Prabhupada sagt, er erklärt ja erstmal, Ah ja, stimmt. dass Hier. Ich blende euch das die mal ein. schlechten Umstände, und dann sagt er aber, ein Staat, der die Korruption, die ja vorherrscht, ausmerzen will, der kann die Wow. Grundsätze der Religion auf folgende Weise einführen. Wo Das steht das ist so. nochmal? Ah ja, da ist es. Ein Staat. Ja, genau. Ich Nicht markiere das mal ab gelb. sofort sollen alle Staaten so und so sich verhalten, sondern Ja, das das. wäre eine Lösung, wenn man diese Korruption und Falschheit ausmerzen will. Ist ein super So verstehe Punkt. ich das. Ja, es ist ein super Punkt, den du machst hier, Rasa Manjari. Ich habe auch schon gedacht, Srila Prabhupada, er wirkt manchmal so absolutistisch, aber wenn man dann ein bisschen rauszoomt, wie du das jetzt gemacht hast, Rasa Manjari, dann plötzlich sieht man, ah, Moment, wenn man das jetzt hier noch mit in Betracht zieht, dann ist es ein Will und Kann, aber kein Muss. Also es ist. Da sind wir wieder bei Empfehlung, was du doch sagtest ganz am Anfang. Ja. Und aber was dann der Trick schon richtig sagt, ist, ja, wenn du es dann umsetzen willst, wenn du es ernst meinst, dann kommst du an solche Sachen nicht vorbei. Dann Genau. kannst du nicht irgendwie so lauwarme Milch
Du kannst keine lauwarme Milch zum Kochen bringen. Ne? Aber wie Krishna Chandra ja sagte, die Entscheidungsfreiheit bleibt. Genau. Also Krishna Chandra, du kommst ja doch, glaube ich, noch mal auf deine Kosten. Es ist ein Kann und ein Will. Ja, ich hatte ja gesagt, sind wir dann im Endeffekt mit denen da parallel, also die Mitbewerber einer Scharia, also wir haben dann unser eigenes Gesetzbuch. Das ist das, worauf ich hinaus wollte, im Grunde genommen. Also das wäre jetzt die Frage, ob der eine oder andere von uns dem zustimmt. Das ist jetzt nicht meine Frage an euch. Aber das wäre dann die Frage. Wir wollen jetzt einen Staat, wo wir diese Gesetze befolgen. Wenn einer sich nicht dran hält, bekommt er heißes Eisen in den Mund geschüttet und solche Dinge. Darum geht's. Und um die sechs anderen. Das wollte ich nur noch mal dazu sagen. Es ist kein Wolkenkuckucksei. Ja, die Mädchen und hin und her. Das ist nur so mal da, was Prabhupada jetzt hier erwähnt. Die Manu Samhita, die verbirgt schon andere Gesetze, vor denen wir uns da schon in Acht nehmen sollten, die einfach hier zu propagieren. Erstmal denken und dann reden. Meine Devise. Ich meine, im Prinzip war es ja schon, als unsere Eltern noch. Wir sind so aufgewachsen auch, dass Jungs und Mädchen eigentlich dann ab einem bestimmten Alter gar nicht mehr so Umgang hatten. Und die Jungs haben dann bei den Eltern vorsprechen müssen, ob die mit dem Mädchen mal zum Tanzen gehen dürfen. Und aber wirklich nur zum Tanzen, ne? Geschweige denn anderes. Und das war verpönt, unehelich ein Kind zu bekommen. Und die haben sich auch alle dran gehalten, es nicht zu tun. Und wehe dem Mädel, was dann tatsächlich da mal hängen geblieben ist, ne? Mit dem Kind. Also da war das auch schon irgendwo so ein bisschen gesetzt, dass das so nicht läuft. Ohne, dass da irgendjemanden jetzt Hand, Fuß oder sonst was abgehakt wird oder irgendwelche besonderen Strafen gab. Aber das war irgendwie auch schon ein ungeschriebenes Gesetz eigentlich, dass das so nicht laufen darf. So von der Moral her. Ja. Also vielleicht ganz, dann Erik, vielleicht ganz kurz mal. Ich so vom Gefühl her, Krishna Chandra, ich finde das schon gut, dass es jemanden wie dich gibt, der auch mal, bei dem auch mal die roten Lämpchen leuchten. Ich würde vom Gefühl her sagen, da bist du ein bisschen zu sehr in der Alarmstufenposition, weil Srila Prabhupada bringt hier einfach mal so ein paar Dinge, so sehe ich das, über die wir mal nachdenken können. Da muss jetzt nicht gleich der Mann mit dem Säbel von Saudi-Arabien hier einmarschieren, sondern ich denke, das ist gut, gerade heutzutage. Ich meine, gucken wir uns die Gesellschaft hier in Deutschland alleine nur mal an, was hier so alles abläuft, was in Schulen abgeht, was in Universitäten abgeht. Now that kids watch porn on their smartphones, it's disgusting. Our society has come so far. It's degenerated, totally fucked up. Prabhupada's ideas seem like a good solution. If you ask me who has to change, we have to change first. Therefore, I do workouts with bears. It gives me self-awareness and discipline. For those who have spiritual interest, it's Prabhupada. I really believe in his ideas, although I understand people see it's asking extreme, because they are missing the context. Wie viele Familien zerbrechen, wie viele Kinder ohne zwei Elternteile hier aufwachsen, wie die Menschen, junge Leute immer mehr zu Drogen greifen. Ich habe gestern gerade einen Vortrag gehört, wie Kinder mit Handys alleine gelassen werden und sich also die schlimmsten pornografischen Inhalte anschauen und wo völlig ihre ganze Zukunft traumatisiert wird, sie keine richtigen Beziehungen mehr führen können. In Anbetracht dessen, denke ich, ist es doch auch mal angebracht, solche Texte hier mal in Betracht zu ziehen und einfach mal zu schauen, gibt es da noch andere Möglichkeiten, wie wir eine Gesellschaft führen können? Und da muss jetzt also nicht immer gleich die Scharia ausgerufen werden. Und ich sehe hier auch
Prabhupada gibt hier nicht irgendwelche wilden, drakonischen Strafen, werden hier, davon ist hier nichts zu sehen, sondern es ist einfach nur ein Staat, der die Korruption, die in der Mehrheit des Volkes vorherrscht, ausmerzen will, kann die Grundsätze der Religion auf folgende Weise einführen. Also ein Angebot. Wenn ihr das anders und besser machen wollt, hier sind drei Vorschläge. Ja. Genau. Und wichtig ist ja auch, wir sind in Lord Chaitanyas Bewegung. Wir rufen keine Scharia aus, wir rufen Prashadam aus. Zum gegebenen Zeitpunkt. Also das ist ja, Prabhupada hat es oft erwähnt, ne, wenn eine philosophische Grundlage fehlt, und hier sind wir wieder beim Kontext, ein Gesamtverständnis nicht da ist, dann neigen wir zu Fanatismus. Und das sehen wir bei den Mitbewerbern, ne, die dann dementsprechend knallharte Gesetze einführen und da so einfach immer mit dem Stock draufhauen. Ne? Immer wieder, du hast was falsch gemacht, hau immer wieder mit dem Stock drauf. Ne? Das wird ja nicht zur, dann ist es eine Angstgesellschaft, ne? Und das wird nicht zu einer Akzeptanz der Gesellschaft führen, sondern das wird zu einer Veränderung der Gesellschaft führen, weil es immer Gegenpole gibt, die einfach verstehen, so kann es ja auch nicht richtig sein. Ne? So wie ihr dann die Heiligen Schriften interpretiert. Aber ich bin guter Dinge, dass das so bei uns nicht der Fall sein würde, wenn ein heiliger König oder eine heilige Regierung dementsprechend die Dinge etablieren würde. Ja, ich denke auch. Ich denke, wir können ein bisschen entspannter an die Sache rangehen. Und trotzdem bietet das hier echt eine tolle Möglichkeit. Also ich feiere Srila Prabhupada dafür, dass er wirklich uns mal aus unserer Komfortzone herausholt oder mal out of the box, heißt es in Englisch, dass wir mal die Möglichkeit haben, mal aus unserer Box, aus unserer Bubble mal rauszukommen. Und es klingt auf den ersten Moment, klingt es ein bisschen radikal, aber wir haben wirklich dadurch mal die Möglichkeit, eine ganz andere Perspektive mal hier zu bekommen. Ja, liebe Freunde, ich schaue auf den Glockenturm und eigentlich war es schon vorauszusehen, dass alleine nur dieser zweite Punkt uns hier gut auf Trab hält. Ich glaube, da könnten wir getrost stundenlang weitersprechen. Es ist ein Riesenthema für die gesamte Gesellschaft. Da könnten ganze Bundestagsdebatten, könnten sich alleine nur über Punkt 2, könnten hier tagelang ausgefochten werden. Ich stelle mir das gerade schon so vor, wie da jeder ans Pult kommt und dann seinen Standpunkt da deutlich macht. Ja, also das ist nicht verwunderlich, dass wir uns da ein bisschen festgebissen haben. Und ich würde sagen, liebe Freunde, wir starten dann bei unserer nächsten Sendung mit Punkt 3. Ist auch nochmal interessant. Wir lassen jetzt erstmal die 24-Jährigen und 16-Jährigen junge Leute sein und schauen dann mal, wie es bei Punkt 3 weitergeht. Und Anandita Rama hat zum Abschluss noch, damit wir wieder ein bisschen runterkommen alle, eine tolle Orangengeschichte. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es ging darum, dass man durch zu viel Konsum befreit werden kann von bestimmten Gewohnheiten. Anandita Rama, erzähl uns doch mal deine Orangengeschichte. Ach, das ist ganz einfache Geschichte. Ich komme ja ursprünglich aus Sowjetunion und da, wo ich geboren und aufgewachsen bin, da gab es selten Orangen. Also wirklich nur zum Weihnachten. Und dann habe ich halt eine, zweimal im Jahr gegessen. Das war schon viel. Und als ich dann 1992 nach Deutschland kam, die Orangen gab es ohne Menge. Und also ohne Mengeneinschränkung und billig, also auch für die Verhältnisse als Asylanten. Ich habe täglich 1 Kilo Orangen gegessen, ein Jahr lang. Oh. Und dann auf einmal konnte ich die nicht mehr sehen und das bis heute. Wow. Also sehen schon, aber ich habe mich satt gegessen. Wow. Ja,
Tolle Geschichte. Dandadrik, kannst du dich noch an Harikeshaswami erinnern? Der hat immer so eine Geschichte erzählt, dass er so bestimmte Kekse als Kind so gerne mochte, die so ein Loch innen drin hatte. Und eines Tages, ich weiß nicht, bekam er so einen Gutschein für einen Supermarkt als Kind und hat sich dann irgendwie so 5 Tüten von diesen Keksen besorgt. Und dann hat er sie so feierlich auf den Küchentisch gestellt, hat sich einen Teller rausgeholt. Und ich kann mich erinnern, dass er die Geschichte oft erzählt hat. Und dann hat er das so erzählt. Erst habe ich sie mit Erdnussbutter gegessen, diese Kekse. Dann mit Himbeereis. Danach mit Mozzarella. Dann mit Nutella. Dann habe ich sie damit gegessen, dann hiermit. Und irgendwann wurde mir richtig schlecht. Und dann in derselben Nacht hatte ich Albträume. Die Kekse fingen mich an, von allen Seiten anzugreifen. Und diese Geschichte hat er manchmal erzählt, um zu demonstrieren. Da sind wir wieder in der Erläuterung ein bisschen zeitversetzt nach hinten, wo es um diesen Pravritimaga und Nivritimaga geht. Also den Weg, wo man eher durch Zurückhaltung versucht, eine Befreiung zu entwickeln. Aber es gibt auch den Pravritimaga, wo man durch exzessiven Konsum, durch exzessive Sinnenbefriedigung zu einem Punkt kommt, wo man sagt, wie Anandita Rama, no way, ich habe fertig, keine Orangen mehr in diesem Leben. Ja, genau. Ja. Dannedrick, kannst du dich an diese Geschichte erinnern? Ich kann mich nicht an diese Geschichte erinnern, aber ich erinnere mich autobiografisch an Linsensuppe. Ich behaupte einfach mal, ich bin derjenige Mensch, der Linsensuppe mit braunen Linsen so viel gegessen hat, wie kein Mensch auf diesem Planeten. Kann die bis heute nicht mehr, also ab und an, dann, wenn nichts anderes da ist, dann halt schon. Ich habe die als Kind und als Jugendlicher immer Linsensuppe. Die war auch wirklich gut so. Ne? Damals habe ich immer Maggi da reingetan. Und immer gegessen, wirklich literweise. Und bin jetzt geheilt. Super. Ich würde sagen, im Hinblick auf den Glockenturm können wir ja noch mal zum Abschluss den Hare Krishna Maha Mantra chanten. Vielen Dank an alle unsere MTB Nektarhummeln, dass ihr hier so tapfer bei diesem doch intensiven Thema durchgehalten habt oder nicht nur durchgehalten, so euch so ekstatisch dran beteiligt habt mit so großem Interesse. Und wir können ja zum Abschluss noch mal den Hare Krishna Maha Mantra chanten. Achtung! Schaltet gerne alle eure Mikrofone ein und auch die YouTube-Zuschauer. Vergesst nicht mitzusingen. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, alle zusammen. Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare.